So, wir kommen jetzt zur Aufgabe 4. Ein Fahrzeug fährt zwischen den Zeitpunkten t gleich 0 und t gleich 1 Sekunde mit der Geschwindigkeit v gleich 50 Meter pro Sekunde. Berechne, wie weit es in dieser Zeit fährt. Dazu brauchen wir einfach nur die Formel für die gleichförmige Bewegung. Da uns nur interessiert, wie weit es in der Zeit fährt, können wir den Anfangsort auf 0 setzen und erhalten dann einfach nach dem Einsetzen ist von einer Sekunde ist gleich. Hier muss die Geschwindigkeit hin, 50 Meter pro Sekunde mal eine Sekunde ist gleich 50 Meter. Die Sekunde kürzt sich weg. Im zweiten Abschnitt haben wir jetzt eine gleichmäßige Beschleunigung. A ist negativ, nämlich minus 5 Meter pro Sekunde Quadrat. Und die Frage ist einfach, wie lange brauchen wir, bis wir stillstehen, bis die Geschwindigkeit auf 0 gesunken ist? Da verwenden wir jetzt einfach die Formel für die Geschwindigkeitenabhängigkeit von der Zeit bei gleichmäßig beschleunigten Bewegungen. Und hier haben wir jetzt die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t, die Beschleunigung, die verstrichene Zeit t und die Geschwindigkeit zu Beginn bei t gleich 0. Die kennen wir, das ist nämlich noch die Geschwindigkeit aus der ersten Aufgabe, 50 Meter pro Sekunde. Wir kennen die Beschleunigung, das sind minus 5. Was wir noch nicht kennen, ist die Zeit. Die lassen wir noch als Variable stehen. Wir kennen allerdings die Geschwindigkeit, die wir erreichen wollen, denn in der Aufgabe steht ja, dass wir wissen wollen, wie lange wir brauchen, bis das Fahrzeug stillsteht. Die Geschwindigkeit, die erreicht werden soll, ist also 0 Meter pro Sekunde. So, jetzt müssen wir nur noch nach t auflösen. Jetzt teilen wir durch diese ganze Geschichte. Minus 50 Meter pro Sekunde geteilt durch minus 5 Meter pro Sekunde Quadrat ist gleich t. Minus 50 durch minus 5, das ist einfach, das ist 10. Und die Einheiten schreibt bitte auch explizit auf, das ist einmal Meter pro Sekunde. Dann müssen wir hier noch mit dem Kehrbruch multiplizieren. Und hier kürzen sich die Sekunden weg. Eine Sekunde bleibt stehen. Die Meter kürzen sich auch weg, sodass wir als Antwort erhalten, t ist gleich 10 Sekunden. Brauchen also 10 Sekunden, um von 50 Metern pro Sekunde in Ruhe zu kommen. Wie weit sind wir eigentlich in der Zeit, in der wir gebremst haben, gefahren? Dazu benötigen wir die Formel für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Den Anfangsort, den sparen wir uns, da uns nur interessiert, wie weit wir kommen. Die Zeit, die kennen wir schon, die haben wir gerade ausgerechnet. Das sind die 10 Sekunden, die wir brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Die
Beschleunigung kennen wir auch. Das sind die minus 5 Meter pro Sekunde im Quadrat. Hier setzen wir die 10 Sekunden ein. Die Anfangsgeschwindigkeit, das sind die 50 Meter pro Sekunde, mit denen wir am Anfang unterwegs waren. Zeit sind wieder die 10 Sekunden. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ausrechnen. Sekunden im Quadrat kürzen sich weg. Sekunden kürzen sich weg und bei beiden Termen bleiben nur Meter stehen, wie das für eine Strecke oder eine Ortsänderung auch sein sollte. Wenn wir das alles verrechnen, kommen wir hier minus 250 Meter plus 500 Meter ergibt 250 Meter. Der Bremsweg war also 250 Meter lang. Wie weit sind wir insgesamt gefahren, seit t gleich 0? Wir haben ja gerade berechnet, dass wir in der ersten Sekunde 50 Meter gleichförmig uns bewegt haben. Der Bremsweg war 250 Meter lang, das heißt insgesamt haben wir uns 50 Meter plus 250 Meter 300 Meter zurückgelegt.